Letztes Jahr hatte ich euch den Mercedes E220D vorgestellt und der war bei UBI Tested auf der Verbrauchsrunde ja ein echter Garant für Sparsamkeit. Ich war mehr als geflasht von der neuen E-Klasse und jetzt steht sein Pendant hier, die neue BMW 5er Reihe. Der steht allerdings hier als beliebter 5er Touring und zwar mit demselben Triebwerk, der zum Mercedes E220D passt, nämlich der BMW 520D X-Drive Touring mit M-Sport-Paket, bestückt Sophisto Grau, Metallic, 19 Zoll Leichtmetallräder sind hier verbaut. Wir haben Ganzjahresreifen auf dem Fahrzeug. Der Mercedes war auch mit Winterrädern unterwegs. Wir werden also heute zum einen natürlich die UBI Tested Alltags- und Verbrauchsrunde mit dem 520D fahren. Bedeutet 50% Überland, 40% Autobahn VMAX 140, 10% Stadtverkehr. Wir werden also herausfinden, wie effizient arbeitet denn das BMW Vierzylinder-Dieseltriebwerk. Wir werden aber auch genauer den 5er uns anschauen. Was hat sich denn in der neuen Generation getan? Wie viel besser ist sie geworden als der Vorgänger? Das werden wir alles herausfinden. Das Fahrwerk natürlich ermitteln, wie sich das fährt jetzt, die Lenkung, die Sitze, das Infotainment, die Platzverhältnisse, all das wird es hier auf dem Kanal in diesem Review geben. Wenn du jetzt dran bleibst, schenke mir gerne ein Abo für den Kanal. Das Ganze ist kostenfrei, sorgt aber dafür, dass meine Arbeit hier honoriert wird, der Kanal weiter gestärkt wird und ich euch immer neue Videos liefern kann. Zudem ein Like nach oben, wenn dir das Video natürlich gefallen hat und deine Meinung gerne unten in der Kommentarbox. Dann können wir nämlich am Ende des Videos gerne über den neuen 520D diskutieren. Ich würde sagen, wir packen ein, gehen rein ins Auto und auf die Strecke und dann gibt es alle wichtigen Infos. Viel Spaß! Unterwegs im neuen 5er und der ist als Touring nun die sechste Produktgeneration. Das muss man sich mal vorstellen, 6 5er Touring-Generationen gab es. Jetzt werden die einen aufschneiden, Moment, das ist doch die 8. Generation. Ja, ist es. Das ist die 8. 5er Generation, aber die 6. 5er Touring-Generation. Denn die ersten beiden Modelle mussten ohne das Kombi-Heck auskommen. Das Kombi-Heck hat sich aber zu einem Verkaufsschlager für BMW entwickelt. Und der Touring ist für viele auch das schönere Fahrzeug oftmals, im Gegensatz zur Limousine, wenn auch die 5er Limousine das natürlich klassischere Fahrzeug hier am Ende des Tages ist. BMW bietet auch den 5er Touring erstmals als vollelektrischen i5 an, sowohl als Limousine und als Touring. Auch als Touring jetzt erhältlich dann der neue M5. Der musste ja schon kräftig Schelte einpacken, weil er eben durch den Plug-in-Hybrid-Antriebsstrang des V8s richtig schwer geworden ist. Aber auch der normale 5er Touring hier ist mittlerweile kein Leichtgewicht mehr. Der 520D Touring, den wir etwa hier haben, der wiegt auch schon mindestens 1970 Kilo. Mit etwas Ausstattung knackt der auch ganz locker die 2-Tonnen-Marke. Er ist aber auch sehr, sehr groß geworden. 5,6 Meter Außenlänge hat der 5er der aktuellen Generation. 1,90 Meter Breite ohne Außenspiegel und 1,52 Meter Bauraumhöhe. Wir sehen einen langen Vorderwagen, der eben auch weiterhin noch rein Sechszylinder-Triebwerke tragen wird dürfen, als 540D zum Beispiel. Zum späteren Zeitpunkt Plug-in-Hybride werden auch angeboten. Ansonsten auch normale Verbrenner 530i, 520i und eben hier der Diesel 520D und später 540D.
Hinter der elektrischen Heckklappe gibt es dann einen großzügigen Kofferraum, 570 Liter. Der Kofferraum ist gut ausgestattet mit hochwertigen Teppichen, bietet auch einen doppelten Laderaumboden. Insgesamt, das ist alles ganz gut. Was ich schade finde, ist das Heckraumrollo. Das wirkt recht labbrig. Auf das Laderaumrollo kann man, auch wenn man es komplett ausgezogen hat, nicht unbedingt mal einen Sakko komplett ablegen. Das sackt dann eigentlich komplett ein. Also da sieht man, das ist eher wabbelig und ein bisschen leicht. Das ist leider in der Qualität nicht mehr so sauber und gut verarbeitet wie noch beim Vorgänger. Die Rücksitzlehnen lassen sich im Verhältnis 40-20-40 fernentriegelt umlegen. Es entsteht eine leicht ansteigende Laderaumfläche und man kann bis zu 1700 Liter dann hier in den 5er Touring unterbringen. Das ist also ausreichend groß für eine Familie oder eben als Dienstwagen, wenn man dann viel transportieren muss. Reicht das nicht aus, gibt es noch eine Anhängerkupplung. Die Anhängelast hier mit dem 520D X-Drive Touring liegt bei 2000 Kilo, die Stützlast bei 100 Kilo, sodass auch E-Bikes gut und locker hier transportiert werden können. Im Fond sitzen dann etwa Kinder auf Kindersitzen mit Isofix-Verankerungen, die auf den Außenpositionen untergebracht sind. Schade, dass es keinen auf dem Beifahrersitz gibt, das würde ich mir noch wünschen. Man sitzt als Erwachsener sehr, sehr gut. Ich hinter meinem imaginären Ich mit 1,76 Meter habe genügend Kniefreiheit, viel Kopffreiheit. Es gibt auch Annehmlichkeiten wie USB-Steckplätze in den Vordersitzlehnen, optional beim Travel-Paket. Leider aber dann keine Sitznetze oder Ablagenetze. Da müsste man meiner Meinung nach noch ein bisschen nachbessern. Das könnte man doch sicherlich da noch installieren. Denn Ablagemöglichkeiten gibt es nicht allzu viele hier. 4-Zonen-Klimaautomatik erhältlich, Sitzheizung, Außenpositionen und wir können auch den Luftstrom individuell ansteuern. Das ist sehr, sehr praktisch. Für Familienväter, die sollten sich dann noch die Sonnenschutzrollos optional gönnen. Die sind hier nicht verbaut. Die Sonnenschutzverglasung ist hier auch verbaut. Das ist ein insgesamt tolles Reisefahrzeug hier auch für die Kinder im Fond. Die Fahrer und Beifahrer sitzen natürlich vorne, können hier auf optionalen Komfortsitzen Platz nehmen. Die sind elektrisch verstellbar, bieten eine ausziehbare Schenkelauflage und eine Lordosenstütze. Leider keine Massagefunktion, finde ich schade. In der aktuellen Fahrzeugklasse sollte das möglich sein. Mercedes bietet es in der E-Klasse. Der alte Audi A6 bietet eine gute Massagefunktion und selbst kleinere Modelle wie der VW Passat etwa oder eine Skoda Superb bieten hier schon echt gute Massageprogramme. Warum nicht BMW? Dafür sind die Sitze beheizbar und belüftbar. Auch das Lenkrad ist beheizbar. Wir haben hier das Dreispeichen-Lederlenkrad, das hier auch durch die elektrische Sitzverstellung eben auch elektrisch in der Lenksäule verstellbar ist. Weiter Verstellbereich, genügend Kniefreiheit, Kopffreiheit. All das ist hier wirklich gut. Man fühlt sich toll in das Fahrzeug auch integriert. Der Blick über den Instrumententräger, das ist alles sehr aufgeräumt, sehr nüchtern, pragmatisch. Große Displays hier in einen Curved Displays eingezogen. Wir haben ein echt formidables Head-Up-Display, großzügig, was die Bildfläche angeht und auch tolle Auflösung. Einzig die Augmented Reality Inhalte, die das Navigationssystem zur Verfügung stellt, die werden nicht im Head-Up-Display eingeblendet, wie etwa bei Volkswagen oder bei Mercedes, sondern hier in dem Kombi-Instrument. Finde ich ein bisschen schade, weil dann der Blick eben von der Straße abgewendet werden muss für solche wichtigen und guten Informationen. Aber gut. Dennoch, das Kombi-Instrument lässt sich individuell einstellen und anpassen mit vorkonfigurierten Anzeigemöglichkeiten. Es ist gut ablesbar, bis auf der untere Teil. Da wird dann öfter mal durch den Pralltopf, je nach Einstellung, der untere Teil verdeckt. Das werden dann zum Beispiel eben die Verkehrszeichen anzeigen. Die werden allerdings dann im Head-Up-Display ja auch angezeigt, wenn man das Live Cockpit Professional bestellt. In der Mittelkonsole dann ein riesiger Bildschirm, der zum Fahrer hin orientiert ist. Das ist auch wieder schön für den Fahrer. Denn das hat auch BMW typisch alles zum Fahrer so ein bisschen hin orientiert. Das hatte man früher auch so. Das passt hier wieder. Allerdings die Touchflächen, die jetzt Einzug gehalten haben und die versteckten Luftdüsenverstellungen, das alles nicht mehr so gut. Genauso wie der iDrive Controller, der jetzt hier ungünstig platziert ist. Denn wenn man dann ein Getränk aus dem Getränkehalter packt, dann bedient man versehentlich unweigerlich einmal den iDrive Controller und verstellt irgendwas am Display. Finde ich schade. Zudem auch die Bedieneinheit des iDrive-Systems nicht mehr so gut, wie es mal war, denn
viel zu verschachtelt, viel zu viele Apps mittlerweile auf dem System. Es gibt zwar die Möglichkeit, das Ganze per Gestiksteuerung, per Touch oder per iDrive Controller zu bedienen. Allerdings ist es dann mit dem Controller eben sehr umständlich, dadurch die einzelnen Apps durchzuscrollern. Da ist man dann mit der Touch-Funktion in der Tat schneller. Dennoch, die Struktur ist etwas unschön geworden und leider muss man sagen, ein deutlicher Rückschritt gegenüber dem Vorgänger. Auch was die Haptik hier im Innenraum angeht, ist der Vorgänger deutlich wertiger als hier das aktuelle Modell. Das merkt man gerade an so Schaltern wie den Fensterhebern oder am Lenkrad hier mit diesen Kunststoffelementen, die da drauf sind. Das wirkt alles leider nicht mehr so sauber, genauso wie die Touchflächen, die sich nur schlecht bedienen lassen. Das alles eher ein Rückschritt in der Haptik. Die Verarbeitung insgesamt allerdings sehr gut und auch auf dem Stand der Technik bzw. auch für die Klasse alles einwandfrei. Da gibt es natürlich nichts zu bemängeln. Standesgemäß auch der Antrieb, hoffentlich hier unter der Haube. Wir haben unter der Motorhaube einen 2 Liter Vierzylinder Turbo-Diesel, der natürlich die aktuellsten Abgasnormen erfüllt. Das Triebwerk hat einen Mild-Hybrid-Antriebsstrang mit Riemenstarter-Generator an Bord, ein 48-Volt-System ist das. Das sorgt dafür, dass zum einen eben bei nicht abgeforderter Leistung der Motor abgeschaltet werden kann. Das passiert auch wirklich komplett, ohne dass der Fahrer es mitbekommt, an und aus. Das Stop-and-Go-Verhalten ist dadurch deutlich besser geworden. Zudem gibt es die Möglichkeit der Rekooperationsleistung mit dem E-Motor, der hier drinnen ist. Bei Bergabfahrt gibt es eine höhere Bremsleistung, das heißt, die Bremse wird geschont. Das ist angenehm, da hat man wieder so ein Motorbremsgefühl. Zudem auch das weitere Vorteil ist natürlich, wir haben den E-Motor, der eben auch boosten kann. Der kann 8 kW oder 25 Newtonmeter zusätzliches Drehmoment über eine Boost-Funktion für 10 Sekunden bereitstellen. Die Boost-Funktion kann man über den Schaltpedal auf der linken Seite abrufen. Da steht auch Boost drauf. 10 Sekunden, paar Sekunden ziehen, gezogen halten und dann gibt es die Boost-Funktion. 10 Sekunden dann zusätzliche Leistung. Gerade für ein kurzes Überholmanöver ist das dann wirklich eine angenehme Geschichte. Ansonsten 145 kW leistet der Motor normal, beziehungsweise 400 Newtonmeter maximales Drehmoment. Damit beschleunigt dann der Touring aus dem Stand auf Tempo 100 in 7,5 Sekunden. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 218 Stundenkilometer. Das alles funktioniert auch wirklich gut. Der Wagen ist souverän auch auf der Autobahn unterwegs. Selbst bei 160 noch beschleunigt er gut. All das funktioniert. Wer mehr Leistung natürlich möchte und souveräner, der muss halt dann später zum 45D Touring greifen. Dennoch, der Motor sehr gut gekapselt, man hört ihn kaum, selbst unter hoher Last wird er nur ein bisschen kernig, angenehme Klangkulisse, komplett weggedämmt der Motor. Das 8-Gang-Wandler-Automatikgetriebe hier von ZF, ein absolutes Gedicht und absoluter Benchmark, was das ganze Verhalten angeht. Schnelle Schaltvorgänge ohne Zugkraftunterbrechung, direktes Ansprechverhalten, auch im Rangierbereich. Da hat ja zum Beispiel das Doppelkupplungsgetriebe des Volkswagen-Konzerns seine Probleme. Wirklich annähernd kommt da eigentlich nur die 9-Gang-Wandlerautomatik von Mercedes dran. Gut gekapselt auch der Innenraum von akustisch von den Außengeräuschen, bedeutet Antriebe sind weggekoppelt, die Windgeräusche sind weggekoppelt, die Abrollgeräusche hier der 19 Zoll Ganzjahresreifen sind gut gekapselt. Also auch auf langen Strecken fühlt sich der Wagen hier entspannt und ruhig im Innenraum an. Man hat eine schöne Akustik, das Harman Kardon Soundsystem bietet auch eine gute Klangqualität, ist optional erhältlich. Wer noch mehr Geld ausgeben will, der kann ein Bowers & Wilkinson System ordern. Wichtig und auch hier gibt es natürlich genügend Aufrüstmöglichkeiten, ist das Thema Fahrwerk. Wir haben hier das M-Sport-Paket mit dem M-Sport-Fahrwerk drinnen. Das aber erstaunlicherweise nicht so hart ist, wie man es sonst von BMW M-Fahrwerken kennt. Im Gegenteil, das hier ist ein sehr, sehr guter Kompromiss, der mir unheimlich gut gefällt. Feines Anfedern, sehr schönes, leichtes Nachfedern bei Wellen. Das wird allerdings eben auch gut schnell kompensiert und auch angenehm direkt, wenn man dann mal dynamisch fährt. Gute Rückmeldung von der Straße, die Lenkung angenehm direkt oder sehr direkt sogar. Bietet auch eine schöne Lenkübersetzung, ist auch in der Stadt schön leichtgängig, lässt den Wagen unheimlich gut
parkieren. Optional erhältlich gibt es allerdings hier noch ein adaptives M-Fahrwerk und eine Integral-Aktivlenkung. Bedeutet, die Hinterräder können dann noch mitlenken. Das hat das Fahrzeug nicht, wird aber in meinen Augen auch ehrlich gesagt nicht benötigt, wenn man dann so ein hervorragendes Fahrwerk hat, wie schon hier dieses M-Fahrwerk. Also das ist auf alle Fälle ein deutlicher Pluspunkt, den BMW hier umgesetzt hat. Das Fahren, auch das assistierte Fahren, ist deutlich besser geworden. Man kann den 5er jetzt bis zum teilautonomen Fahren Level 3, also aufrüsten mit dem sogenannten Autobahnassistenten. Dann ist man wirklich erlaubt, die Hände vom Lenkrad zu nehmen, wenn das System dann übernimmt. Und das hält dann bei bis zu 130 Stundenkilometer eben tatsächlich alleine den kompletten Abstand, die Spur und so weiter. Man muss dann die Hände nicht mehr ans Lenkrad legen, muss aber trotzdem die Aufmerksamkeit nach vorne richten, was dann über Kameras geprüft wird. In unserem Fall haben wir dann das normale Professional Assistenzsystem Paket hier drinnen, das dann die aktive Spurführung mithält, aktive Abstandregelung, tote Winkelüberwachung, aber eben zum Beispiel keinen assistierten Spurwechsel bietet. Dafür allerdings gibt es noch dann ein Professional Parking Paket mit automatisiertem Ein- und Ausparken, auch mit Memory-Funktion. Man kann also eine bestimmte Einparksituation voraus oder einmal einprogrammieren. Das Fahrzeug kann die dann immer wieder abrufen. Ganz praktisch, wenn man zum Beispiel eine engen Hofeinfahrt beispielsweise stets ankommt und eben da dann einparkieren muss. Zudem auch die Möglichkeit, natürlich über das Smartphone dann eben zum Beispiel das Fahrzeug ausparken zu lassen. Das Smartphone lässt sich auch hier gut in das Fahrzeug integrieren. Apple CarPlay, Android Auto. Für den, der nicht mit dem hervorragenden Navigationssystem navigieren möchte, kann das dann tun. Es gibt aber auch eben Spotify, was man sich hier runterladen kann als App. Und dann braucht man eigentlich auch nicht unbedingt das Smartphone zu connecten. Eine Wireless-Charging-Funktion gibt es für Smartphone. Diverse USB-C-Anschlüsse sind ebenfalls vorhanden. Ablagemöglichkeiten zusätzlich auch. Also da findet man dann schon genügend Möglichkeit. Ich habe jetzt euch mal viele Möglichkeiten aufgesagt, allerdings habe ich euch noch nicht gesagt, was der Preis des 520D Touring ist und ich habe euch natürlich auch noch nicht den Verbrauch verraten. Das werde ich aber jetzt gleich tun beim Fazit. Also bis gleich. Es war ein Test, der mir viel Freude bereitet hat, auf den ich mich sehr gefreut hatte, die neue 5er Generation endlich einmal zu testen und ausgiebig zu fahren. Ausgiebig fahren konnte ich ihn. Der Wagen hat in über einer Woche gut 1600 Kilometer zurückgelegt und dann eben auch auf der Langstrecke gezeigt, was er so kann. Und ich muss sagen, der 5er ist ein perfekter Langstreckenbegleiter, ein unheimlich harmonisches Fahrwerk. Auch hier mit dem M-Fahrwerk, der ist nicht unnötig hart, hat genügend Komfort, fährt sich aber auch angenehm dynamisch, zackig. Da macht es auch Spaß. Der Dieselmotor, durchzugsstark, ausreichend kräftig, auch auf der Autobahn. Die Assistenzsysteme perfekt von BMW umgesetzt, sauber regelnd und entlastend für den Fahrer. Schade, dass der Autobahnassistent nicht hier mit an Bord war. Den hätte ich gerne noch getestet mit dem automatisierten Spurwechsel und dem Fahren nach Level 3. Bedeutet eben einfach mal die Hände vom Lenkrad nehmen zu können. Das würde ich mir auf alle Fälle gönnen, wenn ich mir einen 5er gönnen würde. Dann müsste ich allerdings auch echt viel Geld haben. 61.750 Euro ist der Basispreis für einen 520D Touring. Und da ist bekanntermaßen wie bei BMW nicht allzu viel drinnen. Den kann man kräftig aufrüsten. Hier ist jetzt eine gute Ausstattung drin, aber nicht übermäßig, zum Beispiel das M-Sport-Paket. Wir haben beheizte und belüftete Sitze drinnen, eine Lenkradheizung. Wir haben das erweiterte Infotainment-Paket mit Head-Up-Display, Augmented Reality-Inhalten, erweiterte LED-Scheinwerfer und so weiter und so fort. So kostet der Wagen, wie er hier steht, 82.600 Euro. Also rund 20.000 Euro Extras, da kann man aber noch mehr reinrüsten. 90.000 Euro Marke zu knacken für einen 520D ist gar kein Problem. Die Frage ist nur, ist es denn eigentlich der 520D wert? Ja, er ist ein unheimlich effizientes Triebwerk.
Der verbraucht lediglich auf unserer Testrunde 5,3 Liter. Sehr, sehr guter Wert, muss man sagen. Allerdings natürlich, der Mitbewerber, der Mercedes E220D, der stand ja hier auch vor der Kamera, zwar als Limousine. Dennoch hat die Limousine gezeigt mit 4,4 Liter Testverbrauch, dass eben nochmal ordentlich kraftstoffsparsamer gefahren werden kann. Hier arbeitet das Mild-Hybrid-System noch besser und zeigt einfach auch nochmal, wie wirklich gut so ein Diesel mittlerweile heute sein kann. Dennoch ist natürlich der 5er hier kein schlechtes Fahrzeug. Aber würde man die E-Klasse als Kombi nehmen, ähnlich fahren, dann scheint immer noch ein Verbrauchsvorteil für die E-Klasse rauszuspringen von, sagen wir mal, einem halben Liter Kraftstoff auf 100 Kilometern. Was die Haptik angeht, muss ich sagen, ist BMW einen klaren Rückschritt gegangen zum Vorgänger. Der Wagen ist merklich mit dem Rotstift konstruiert worden. Touchflächen überall, die nicht sauber funktionieren. Schwarze Hochglanzelemente, die eben nicht schön ausschauen. Am Lenkrad irgendwelche Elemente, also die Touch-Elemente, die da drauf sind, diese durchsichtigen Kunststoffelemente, passen einfach nicht zum wirklichen, richtigen Premium-Charakter eines solchen Fahrzeugs. Das muss man sagen. Auch die Bedienung des iDrive-Systems ist ein Rückschritt gegenüber früher. Deutlich komplexer, viel zu aufgebläht. Das müsste deutlich besser sein. Auch einfach von der Bedienart her ist BMW hier meiner Meinung nach jetzt nicht mehr top of the line, sondern einfach eine Stufe abgerutscht und eben auch bei der Wertigkeit eine Stufe abgerutscht. Dafür sind die Preise allerdings nach oben gerutscht. Das muss jetzt jeder für sich, jede selber herausfinden, ob er damit zurechtkommt, ob er sich so ein Fahrzeug leisten kann und will. Das ist natürlich die Frage. Und da bin ich jetzt gespannt auf eure Kommentare. Was sagt ihr zum neuen 5er BMW? Was sagt ihr zum Vergleich 5er und E-Klasse? Was sagt ihr zum Vergleich aktuelle Modellgeneration zum Vorgänger? Wie seht ihr die Entwicklung bei BMW? Schreibt mir alles einfach mal unten in die Kommentare. Abonniert den Kanal, falls nicht schon getan. Und lasst mir auch gerne ein Like da. Und dann sehen wir uns demnächst auch wieder hier bei Ubi Tested. Ich freue mich, bedanke mich fürs Reinklicken, sage Tschüss und Servus, dein Ubi.